Und hinten drin der Bauer Geller. Dem haben wir es zu verdanken, dass die Hörnleshasa gibt. So viel. Gebt sie gleich freiwillig auf. Ihr seid dran. Erzähl ihr Auftritt, muss noch geschwind. Da wird es schlagartig kalt. Und dann wollte ich noch sagen, die haben ja ein Fell. Aber wenn das Wetter umschlägt, friert es euch alle schnell. Steht zwar nicht in meinem Text, aber es passt. Also ich begrüße jetzt niemand mehr von denen, die schon begrüßt worden sind. Haarige, nicht haarige, Tolitäter, Politesser. Also was man alles so an fast da rumspringen hat. Ich begrüße nur noch die, die einfach dazugehören. Jawohl, und ich begrüße ganz herzlich heute bei uns auf dem Löwemarkt die Bezirksbeiräte Beate Ammann und Helmut Heisig von der CDU. Das sind die Schwarze. Und dann begrüße ich die Ann-Kathrin Essig und der Rudolf Fleiderer, das sind die Grünen. Und alle anderen, schwarz-rote, schwarz-grüne, schwarz-gelbe, blau-weiße, weiß-grüne und was ist sonst noch für Farbe hin? Außer die Grumbiere. Die begrüße ich heute ganz herzlich hier auf dem Löwenmarkt.
Und ich hoffe, alle sind gut drauf. Seid ihr gut drauf? Ja, das ist nämlich wichtig, weil das kann hier dauern. Das wisst ihr schon aus den Vorjahren, gell? Und wie wir von Helene Fischer wissen, ist immer wichtig, am Anfang muss man die Ungeheuer füttern. Also Helene Fischer macht das immer so, Hühner füttern, Hühner füttern. Wir machen das dann konkret. Aber ganz oft. Möhren werfen. Kinder, lasst euch nicht. Weil ihr müsst immer wissen, wir haben es mit Hase zum Do. Nicht mit Karnickel. Nicht mit Karnickel. Mit Hasen. Hasen, was ist das schon für ein schönes Wort? Es zergeht auf der Zunge in Rotwein und Buttermilch eingelegt. Was? Und dann ganz kurz angebraten ab ins Rohr und 1,5 Stunden sporen. Hervorragend. Und das Sösle löschen wir ab. Natürlich selbstverständlich mit dem Rotwein und mit der Buttermilch, in dem wir es vorher eingelegt haben, sonst leidet der Hase natürlich einen Alkoholentzug und das wollen wir ja nicht. Hui, Leute, das können wir auf uns sitzen lassen. So nicht. Ah, jetzt aber. Ich begrüße ganz herzlich das Jobcenter. Weil mir haben nämlich gesagt. Ja, weil wir haben nämlich gesagt, wenn die nicht kommen, kriege ich die nächstes Mal kein Säftle mehr. Ja. Also sozusagen haben wir ein bisschen nachgeholfen. Aber bloß ganz unwesentlich. Und dann begrüße ich ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Presse und der überregionalen Zeitungen, der Fernsehsender. Also ORF und ZDF und ARD. Und wo sie auch sonst überall herkommen. Und DPA. Und nachher können Sie auf N24 die heutige Veranstaltung live miterleben. Ja. Wolltet ihr noch was sagen? Ja, kommen Sie jetzt runter endlich. Ich begrüße alle Kinder, die heute da sind und damit ihr nicht umsonst gekommen seid. Gibt es auch was zum Mitheimnehmen? Und ihr wisst ja immer schön, Zähne putzen nach Genuss von Süßigkeiten und ähnlichen Dingen, die an die Zähne gehen. Sind Sie fertig mit Ihrer Einleitung? Jetzt kommen wir wieder. Fazit. Also ich kann meine Einleitung stundenlang einleiten. Ja? Und dann kann ich zur eigentlichen Einleitung kommen, aber das wollt ihr ja nicht, deswegen sind jetzt ihr dran. Ja gut. Fazit, also das ist eine echte schöne Spaßbremse. Wir können das Ganze ja ganz schnell abkürzen. Kommen Sie einfach runter zum Feiern. Wir finden, Sie haben wirklich dringend Urlaub verdient. Gucken Sie mal, wie Sie aussehen schon wieder. In diesem neuen Jahr. Sie bauen so viel. Letztes Jahr schon und dieses Jahr schon wieder. Es geht gerade so weiter. Das ist die wichtige Sache. Die wichtige, wir Schwimmbad für Weilimdorf. Das ist nicht gebaut worden. Oder die neue Turnhalle für die Vereine, ist die schon gebaut worden? Gar nichts. Ringerhalle. Ich bitte allenthalben, die halbnackte Kerle können die überall balken. Herr Groß, das hätte sie jetzt nicht gehört. Von wegen nichts bauen, das ist so gelogen. Da hat es mir gerade sämtliche Balken verbogen. Wir bauen das Kiesbett am Löwenmarkt um. Nach dem Vorbild von Hollywood, schaut euch nur um. Einen veritablen Walk of Weil. Und legt ins Pflaster Starsterne ein. Das ist nicht umsonst. Dafür nehmen wir Geld. Und schon ist um den Haushalt viel besser bestellt. Ba ba ba, ba ba ba. Weilimdorf am Rhein.
Landesstrohkreuz, wo im Lenz die Bäume blühen, wo im Lenz die Bäume blühen. Das wäre das Württemberger Lied. Hat kein Wein, hat keinen Wein und keine Reben, trotzdem bist du wunderschön. Jeder Stadtteil ein Gedicht, jeder Stadtteil ein Gedicht. Weite Felder, grüne Auen, weite Felder, grüne Auen. Und das Harzer Brünnerle, und das Harzer Brünnerle. Fesche Männer, fleißige Frauen, sind der Weil im Dorf verzier, sind der Weil im Dorf verzier. Es soll auch Hörnleshasen geben, es soll auch Hörnleshasen geben. Und diese hoppeln heute hier, und diese hoppeln heute hier. We'll be right back.